Hallo, ich bin Tommy und freue mich, dass ihr meine Videos schaut. Vielen Dank dafür. Euch ist natürlich aufgefallen, dass ich schon länger kein LTB-Video mehr gemacht habe und auch sonst nicht sehr aktiv war. In den letzten Wochen und Monaten habe ich mich einfach antriebslos gefühlt. Nach bald 2 Jahren hat die Pandemie doch ziemlich auf meine Psyche gedrückt. Die steigenden Corona-Fallzahlen, die drohende Überlastung der Krankenhäuser, die vielen Todesfälle, die viel zu lange untätigen Behörden, zumindest bei uns in der Schweiz, und die ungewisse Omikron-Variante hat mich doch ziemlich beunruhigt und gestresst. Ich gehöre zu dem Teil der Bevölkerung, der sich besonders gut über die aktuelle Lage informiert und schütze mich deshalb so gut wie möglich selbst. Ich setze mich für einen besseren Schutz der Risikogruppen ein und für mehr Transparenz seitens der Behörden. Ihr wisst vielleicht, dass ich die täglich gemeldeten Zahlen in der Schweiz und bei uns im Kanton Bern zu Grafiken verarbeite, um mir und allen Interessierten ein genaueres Bild vom Verlauf der Pandemie zu geben. Ich war auch als Helfer bei der Mahnwache. Wir haben auf dem Bundesplatz vor unserem Schweizer Parlamentsgebäude für jede Person, die bisher an Covid-19 gestorben ist, eine Kerze angezündet. 11.288 waren es bis zum damaligen Tag. In Bezug auf die Einwohnerzahl ist das ungefähr gleich viel wie die 110.000 Toten in Deutschland. In meinen Augen ist jeder einzelne Todesfall einer zu viel, der verhindert hätte werden können und sollen. Das hat mich ziemlich bedrückt und ermüdet. Deshalb hat mir einfach die Energie gefehlt, Videos zu machen. Sei es wegen den vielen neuen Fällen, der Ungewissheit, der schon viel zu langen Dauer oder den einschneidenden Maßnahmen, die leider nötig sind. Falls euch die Pandemie ebenfalls bedrückt und ihr pandemüde seid, dann sprecht mit jemandem darüber. Seid nicht einfach still und fresst das in euch hinein. Das kann irgendjemand in der Familie oder im Freundeskreis sein. Schon nur zu hören, dass jemand eure Sorgen versteht, kann helfen. Ruft sonst bei der Telefonseelsorge an oder holt euch professionelle Hilfe. So kommt ihr hoffentlich aus dem Tief wieder heraus. Ich habe Weihnachten und Neujahr im ganz kleinen Familienkreis und so sicher wie möglich gefeiert. Es hat gut getan, die Familienmitglieder wieder zu sehen, und es hat mir neue Energie gegeben. Mein nächstes Video kommt bald, zu LTB 553. Ich habe ja mittlerweile ein paar Bände Rückstand. Die LTBs erscheinen einfach zu häufig. Ich überspringe deshalb ein paar Ausgaben, um davon nicht auch noch gestresst zu sein. Natürlich mit dem Ziel, diese paar Nummern mal nachzuholen. Zum neuen Jahr wünsche ich euch alles Gute und vor allem gute Gesundheit, psychisch und physisch. Passt gut auf euch und euer Wohlbefinden auf und das eurer Familie und Freunde. Und helft mit, dass wir die Pandemie gemeinsam hoffentlich endlich hinter uns lassen und uns wieder lustigeren Dingen widmen können. Vielen Dank und alles Gute im 2022.